fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Ich mach's heute wie der Koala. Hm? 20 Stunden am Tag schlafen und 4 Stunden Futter. Und zwar Eukalyptus. Ich nehme lieber einen Bonbon. Sorry, ich schaff's einfach nicht. Außerdem bekomme ich ihn nie zu Gesicht, wenn ich hier den ganzen Tag rumhock. Also, ich mache mich jetzt auf die Socken. Und für euch gibt's natürlich die ersten Infos. Er sieht aus wie ein Teddybär, doch der Koala ist kein Bär, sondern ein Beuteltier, weil das Weibchen ihr Junges in einer Bauchtasche großzieht. Koalas leben nur in Australien. Sie haben ein schönes, dichtes Fell. Deswegen wurden sie auch von den Menschen gejagt. Das ist heute verboten. Früher gab es Millionen von Koalas. Heute leben nur noch einige 10.000. Der Koala ist vom Aussterben bedroht. Am Boden laufen Koalas schwerfällig und sind deshalb eine leichte Beute für Dingos und Hunde. Dafür aber können sie sehr gut klettern, denn sie haben kräftige Arme und starke Beine. Koalas leben auf Eukalyptusbäumen und fressen deren Blätter. Jeden Tag 2 Einkaufstüten voll. Für die meisten anderen Tiere sind Eukalyptusblätter giftig. Allerdings vertragen auch Koalas nur eine bestimmte Menge an Gift. Und da gibt es bei den Bäumen große Unterschiede. Manche sind giftiger als die anderen. Deshalb schnüffelt der Koala erstmal, ob die Blätter für ihn auch genießbar sind, ob sie nicht zu giftig sind. Das macht er mit seiner riesigen Nase. Jeder Koala hat seinen eigenen Futterbaum, auf dem er auch schläft. Nur während der Paarungszeit, wenn ein Männchen ein Weibchen sucht, treffen sie sich. Und dann kann es ganz schön laut werden. Mit diesem Gegröle sagt das Männchen seinen Artgenossen: Hier bin ich, also hau ab! Statt miteinander um das Weibchen zu kämpfen, schreien die Männchen lieber um die Wette. Koalas sind ziemlich faul und bequem. Am liebsten sitzen sie in aller Ruhe auf ihrem Futterbaum. Und sie schlafen viel und lang, sogar länger als Faultiere. So richtig aktiv werden sie eigentlich nur während der Paarungszeit. Ich bin heute für euch im Nordosten Australiens und zwar im Rainforest Habitat, das heißt Regenwald-Lebensraum. Und mir wurde geflüstert, dass hier tatsächlich auch Koalas leben. Und jetzt treffe ich die Katharina, die kann mir auf jeden Fall weiterhelfen. Denn sie kümmert sich hier um die Koalas. Hi, hallo Katharina. Du bist ja schon schwer am Arbeiten. Ja, ich schneide hier gerade Eukalyptusblätter ab für den Koala. Hier auf der Forschungsstation wurden verschiedene Eukalyptusarten angepflanzt. Denn jeder Koala hat eine Lieblingssorte. Also das ist dieser typische Eukalyptus, den die Koalas super gerne essen, ha? Ja, das ist eine davon. Die Eukalyptusblätter, die Koalas fressen, das sind nur 20 verschiedene Arten. Es gibt 200 verschiedene Bäume und sie können nur 20 fressen. Ah, alles klar. Ich sag euch, das riecht köstlich. Du, könnte ich das jetzt eigentlich im Mund stecken? Auf keinen Fall, das darfst du auf keinen Fall tun. Das wäre für dich viel zu giftig. Ehrlich? Ja, der Koala kann das verdauen, aber ein Mensch kann das nicht verdauen und auch keine andere Tierart. Deswegen frisst ja nur der Koala. Ah, deswegen hat er immer genug Futter sozusagen. Er hat immer genug Futter, aber es ist auch für ihn sehr anstrengend. Deswegen muss er sich so viel ausruhen, weil ihn das so viel Kraft kostet. Denn in so einem Blatt, da sind nicht viele Nährstoffe drin. Das ist sehr fasrig und du spürst auch, es ist sehr hart. Ja. Und es sind auch Giftstoffe drinnen.
kann. Und da braucht er ganz, ganz tolle Bakterien, die leben in seinem Darm, dass er das überhaupt zersetzen kann. Ah, also der hat sozusagen helfende Freunde in seinem Bauch. Der hat ganz gute Freunde in seinem Bauch. Die helfen, diese giftigen Blätter zu zersetzen überhaupt. Ja, die hat er. Die sitzen alle in seinem Blinddarm versteckt. Du hast ja auch einen Blinddarm, aber deiner ist ganz klein. Der ist nur so 6 cm. Aber der vom Koala, der ist ganz lang. Der ist 2,5 Meter lang. Wow. Kannst du dir das vorstellen? In so ein verhältnismäßig kleines Tier passt so ein langer Blinddarm. Ja, der ist da ganz dicht aufgewickelt in seinem Bauch. Alles und da muss alles durch. Blätter zu verdauen ist total anstrengend. Übrigens gibt es viele verschiedene Eukalyptusarten. Sieht ganz anders aus. Guck mal. Ganz andere Form. Wir können den Unterschied sehen. Der Koala erschnüffelt ihn. In der Forschungsstation geben sich die Tierpfleger viel Mühe mit den Gehegen. Sie sollen wie in der natürlichen Umgebung sein, denn die Tiere bleiben nicht für immer hier, sondern werden ausgewildert. Oh, ist toll, guckt euch das mal an. Wow, hey, das ist du hübsch. Das ist Cody. Also es ist ein Männchen, ha? Ah, ich sehe schon etwas. Er hat einen dunklen Fleck vorne auf der Brust. Das ist eine Duftdrüse. Und das haben nur die Männchen. Und er kann das gegen den Baum reiben, dann können andere Männchen von Ferne riechen, dass er hier wohnt und dass das sein Territorium ist. Das färbt sich sozusagen durch dieses Parfüm, mit dem er sein Revier markiert ein, ne? Dadurch ist es so braun. Also ich kann es jetzt eigentlich nicht so stark riechen, aber wäre ich ein Koala, das könnte ich sicher riechen. Okay. Hallo. Sehr neugierig. Hallo. Oh, der ist total neugierig. Oh, guck mal, da kann man ganz gut die Krallen erkennen hier hinten. Ja. Und vor allem da oben auch, oder? Ja, und sieh doch, dem seine Hand sieht ganz anders aus als unsere. Ich habe auf der Seite nur einen Daumen und er hat hier zwei. Klar, damit kann er sich so richtig gut festkrallen. Ganz gut festhalten, ohne dass ihm die Hand wehtut. Er kann das den ganzen Tag machen und die ganze Nacht, weil er schläft ja auch auf dem Baum. Stimmt, er schläft auf dem Baum. Da muss er sich, und er krallt sich auch im Schlaf fest. Ja, die sind ganz scharf. Fühl einmal. Und sehr stark. Darf ich das? Stört ihn das nicht? Ich glaube nicht. Oh ja, Leute, guckt euch das an. Schau mal, er hat da eine Pflegekralle. Das ist wie eine doppelte Zehe. Ah, stimmt, ich sehe. Das ist wie eine Pinzette. Klapp, Zecke drin und ziehen. Wumms. Und dann ist die Zecke raus. Ja. Die Kralle benutzt der Koala auch als Bürste und kämmt sich damit sein schönes weiches Fell. Unser Koala hier hat ja winzig kleine Augen, ja? Die können nicht besonders gut sehen, oder? Nein, er kann nicht gut sehen. Aber dafür kann er etwas anders gut. Und das sieht man auch. Das sieht man auch sehr gut. Guck mal. Er kann sehr, sehr gut riechen. Und er kann noch was sehr gut. Und das sieht man auch. Er kann besonders gut hören. Sag mal, warum hat er eigentlich im Ohr so viel Fell? Behindert ihn das nicht beim Hören? Ach nein, das schützt ihn. Das Fell beim Koala ist dicht, ein ganz dichtes Fell. Nicht viele Tiere haben so ein dichtes Fell. Das braucht er. Das schützt ihn vor der Sonne, vor dem Wind und vor dem starken Regen in Australien. Alles klar, also das ist sozusagen Regenmantel, Sonnencreme und Windjacke in einem. Alles, was man brauchen kann, wenn man hier längere Zeit bleibt. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Und guck mal, das ist auch total süß. Seht ihr das? Hier sind so kleine Tasthaare am Kinn. Könnt ihr das erkennen? Ja, das gefällt ihm. Der mag gerne am Bart gekitzelt werden. Das ist total süß. Der schläft, weil er jetzt gerade verdaut. Hm? Jetzt ist sein Körper leistet jetzt richtig viel Arbeit gerade, oder? Und deshalb muss er 20 Stunden am Tag schlafen. Oh nein, jetzt habe ich dich aufgeweckt. Das ist Greg, ein Tierpfleger. Er kümmert sich um das kleine Koala-Männchen. Greg zeigt mir, wie ich ihn halten muss, damit er mich nicht kratzen kann. Jetzt bin ich sein Baum. Wow, ehrlich gesagt merkt man jetzt aber tatsächlich, was für eine Kraft er in seinen Armen hat. Und vor allem, dass die ganz schön scharf sind, seine Krallen. Er riecht wunderbar. Mir bekannt vor, es riecht so ein bisschen nach Eukalyptusbonbon. Ja, oh, und er hat schon wieder gegrunzt. Hast du gehört, er macht so.
Irgendwas in der Richtung. Ich glaube, der fühlt sich bei dir besonders wohl. Oh ja, und der ist auch wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Dein Freudenton. Glaubst du? Ich glaube, ja. Toll, Paula, dass du da bist. Der kleine Koala fühlt sich ganz weich und kuschelig an. Unter dem dicken Fell kann ich spüren, dass sein Körper noch ziemlich klein ist. Trotzdem wird er mir langsam zu schwer. Wenn er groß ist, wird er etwa 12 Kilo wiegen. So viel wie ein Kasten Sprudelwasser. Ich habe Spuren auf meinem Shirt. Ich glaube, der hat dich jetzt als Klopapier verwendet. Ja, ich glaube auch. Blümchenklopapier, sehr elegant. Koalas trinken ganz wenig. Ihren Durst löschen sie mit dem Wasser, das in den Blättern enthalten ist. Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit, einen Koala draußen in der freien Wildbahn zu sehen? Die Chancen stehen nicht mehr so gut als wie vor 100 Jahren. Es gibt nicht mehr sehr viele in freier Wildbahn. Aber Paula wäre nicht Paula, wenn sie sich jetzt nicht auf die Socken machen würde, um einen Koala in der freien Wildbahn zu entdecken. Ah, vorher gibt's für euch noch ein paar echt süße Bilder. Hoch oben im Eukalyptusbaum sitzt ein Koala-Weibchen. Ihr Beutel ist dick und rund. Auf einmal kommt da ein Köpfchen hervor. Das kleine Koala-Baby wird heute zum ersten Mal den Beutel verlassen. Bei der Geburt war es so winzig wie ein Gummibärchen. Jetzt ist es groß genug, um endlich die Welt kennenzulernen. Denn die ersten 6 Monate hat es nur im dunklen Beutel seiner Mutter gelebt. Mutter und Kind werden noch ein Jahr lang zusammenbleiben. Wenn das Kleine für den Beutel zu groß wird, klammert es sich am Rücken fest. Von dort aus beobachtet es seine Mutter, wie sie an den Eukalyptusblättern riecht und dann entscheidet, ob sie sie fallen lässt oder frisst. Es dauert Monate, bis der Nachwuchs das Wissen der Mutter übernommen hat. Und dann lauern da auch noch andere Gefahren. Klettern lernen zum Beispiel ist gar nicht so ohne. Immer wieder stürzen Koala-Kinder ab. Das Junge nascht hier nur an den Blättern und testet schon mal den Geschmack. Der kleine Koala kann die Blätter noch nicht fressen, weil er sie noch nicht verdauen kann. Es dauert nämlich eine Weile, bis sich im Darm der Jungtiere die Bakterien angesiedelt haben, die ihnen bei der Verdauung helfen. Damit der Darm die harten Blätter leichter verarbeiten kann, zerkaut der Koala sie ganz sorgfältig zu einem feinen Brei. Ein Jahr lang wird das Junge gesäugt, auch dann, wenn es bereits Blätter frisst. Nach 1,5 Jahren bekommt seine Mutter neuen Nachwuchs. Und dann muss das Junge gehen und alleine zurechtkommen. Jetzt möchte ich endlich mal sehen, wie Koalas in der freien Natur leben. Und ich weiß auch schon, wo ich sie finden kann. Das da ist Magnetic Island und da treffe ich gleich die Maggie. Maggie kennt sich richtig gut mit Koalas aus und hat mir geflüstert, dass ich da vielleicht einen zu Gesicht bekommen könnte. Warum die Koalas hier auf einer Insel leben, das finde ich jetzt gleich für euch heraus. Ich habe eine lange Fahrt hinter mir. Von der Forschungsstation sind es 6 Stunden mit dem Auto. Mit der Fähre geht es weiter auf die Insel Magnetic Island zu Maggie. Hier wachsen zwar nur ein paar der vielen verschiedenen Eukalyptusbäume, doch das reicht den Koalas zum Überleben. Moment, ich mach den Check. Eukalyptus. Yeah. Sehr schön. Maggie, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass die Koalas hier auf dieser Insel leben? Die Koalas, die hat jemand auf die Insel gebracht. Das ist schon ganz schön lange her, 80 Jahre. Oh, aha. Und der hat sich überlegt, dass er ganz gerne möchte, dass der Koala ein schönes Gebiet hat, wo er eben geschützt leben kann. Und die Insel hat sich dafür ganz gut geeignet, weil hier 5 verschiedene Eukalyptusarten wachsen. Und der Koala eben davon ganz gut leben kann. Super, sehr schön. Also. Koalas sind gut getarnt, doch Maggie ist Wildtierschützerin und entdeckt sie sofort. Ich bin gespannt. Du, sind das Kratzspuren? Kratzspuren vom Koala. Wow! Der Koala mit seinen langen, scharfen Krallen hält sich am Baum fest und zieht sich mit seinen kräftigen Armen hoch. Mit seinen kräftigen Hinterbeinen schiebt er sich hinterher. Und auf die Art und Weise klettert er den Baum hoch. Kommt er hoch. Und hinterlässt eben mit seinen dicken, scharfen Krallen die Spuren, die wir dann hier als Zeichen sehen können. Und
Der Koala geht genauso auch wieder den Baum runter. Ehrlich, rückwärts? Der mit dem Po zuerst? Ja. Das muss ich auch mal ausprobieren. Aber der Stamm ist so glatt, dass ich Steigeisen bräuchte. Oder eben die Krallen eines Koalas. Keine Chance. Oh. Ach, wir müssen manchmal auch am Boden schauen. Und kannst du dir vorstellen, was wir am Boden finden können? Ja, logisch. Klar, was oben reinkommt, muss unten wieder raus. Wieso noch Ketteln, ha? Es ist überhaupt nicht eklig, Koala-Kot anzufassen, weil der nur aus trockenen Pflanzenfasern besteht. Das ist jetzt feucht, trocken? Das ist schon bröselig. Ganz schön trocken. Das sagt uns, dass es schon älter ist. Dass es schon älter ist, ganz genau. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr hier, oder? Der Koala war wahrscheinlich gestern mal hier. Ah. Aber ich habe an dem Baum noch was entdeckt, was man ganz selten mal finden kann. Hier an diesem Baum? Ja, guck mal ein bisschen weiter oben. Okay. Also gut, hier ist der Stamm. Kratzspuren sind hier nicht drin, ne? Aber dafür ist die Rinde vielleicht auch zu kräftig. Guck mal da ein bisschen. Oh ja. Ah. Mhm. Also entweder ist das Koala Dünnpfiff oder das ist Papp. Weißt du, Papp ist auch ein bisschen so wie Dünnpfiff. Stimmt, das kommt ja unten raus auch, ja? Dieser Brei, den die Koala-Mammis für ihre Kinder produzieren. Ganz genau. Und auspupsen eigentlich, ja? Und die Kleinen lecken das ab, damit sie sich langsam an das Futter gewöhnen. Denn im Papp sind die Darmbakterien, die Koalas brauchen, um das Futter verdauen zu können. Papp abzulecken ist also nicht eklig, sondern lebenswichtig. Denn dann können die jungen Koalas Blätter fressen, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Hier auf Magnetic Island hat der Koala keine Feinde. Es gibt weder Dingos noch Hunde und auch keine großen Straßen. Die Menschen hoffen, dass der Koala hier überleben wird. Guck mal, ein Koala-Ködel. Ganz frisch. Und da sind auch schon die Ködelmacher. Oh, sogar gleich zwei. Und guckt euch mal an, wie die getarnt sind. Guck mal noch ein bisschen genauer hin. Paula, und wenn ich mir den so genau angucke, ja, dann sehe ich hier von unten, dass er eine dicke Bauchwölbung hat. Das ist hat ein Baby. Eine Mama mit einem kleinen Baby im Beutel. Das kleine Koala-Baby hat sich im Beutel versteckt. Deshalb kann ich es leider nicht sehen. Dafür aber einen anderen kleinen Koala. Vielleicht ist er das große Geschwisterchen, das sich jetzt ein eigenes Revier suchen muss. Dann klettert das Junge doch noch aus dem Beutel. Maggie sagt, dass es etwa 7 Monate alt ist. Wie seine Mama greift auch das Junge nach den Eukalyptusblättern. Aber die sind ja noch nichts für den Nachwuchs. Während seine Mutter sich den Bauch vollschlägt, spielt der Kleine mit den Blättern. Irre gut getarnt. Maggie, wenn du mir das nicht so gut beigebracht hättest mit dem Spurenlesen, ich hätte die nie entdeckt, nie. Das ist ja auch die Idee vom Koala. Er möchte ja auch gar nicht entdeckt werden. Nein, nein, er möchte natürlich da ganz in Ruhe seine Eukalyptusblätter futtern. Ha? Ja. Und nicht gestört werden. Oder sieht man den Po? Der Po vom Koala ist im Übrigen total spannend. Der sieht nämlich bei jedem Koala anders aus. Dieser Po hat immer Flecken und die sind bei jedem Koala anders. Mal hat er große Punkte, mal kleine Punkte, mal sind sie weiter auseinander, mal dichter zusammen. So ist es. Quasi wie ein Fingerabdruck bei uns Menschen. Wenn Koalas ganz klein sind, haben sie einen fast weißen Po. Erst wenn sie älter werden, bekommen sie die typischen Koala-Sprenkel. Was mich echt wundert, Koalas können ewig lange auf einer Astgabel sitzen. So richtig gemütlich sieht das aber nicht aus. Ich glaube, wenn ich ein Koala wäre, hätte ich einen blauen Po am Schluss. Ja, stimmt. Wir hätten beide einen total kleinen blauen Po. Kriegt man ganz schön steifen Nacken, wenn man die ganze Zeit hochguckt. Maggie will jetzt zu einer Koala-Aufzuchtstation. Dort kann ich euch vielleicht einen Baby-Koala aus nächster Nähe zeigen. Und nicht nur hoch oben in der Astgabel. Wow. In der Aufzuchtstation hat vor einigen Monaten ein Weibchen Nachwuchs bekommen. Koalas in Gefangenschaft aufzuziehen ist gar nicht so einfach. Wenn man sie zu oft stört, werden Mutter und Kind krank. Wir dürfen die beiden nur ausnahmsweise besuchen. Oh, können wir uns das mal genauer angucken? Ganz vorsichtig. Müssen wir vorsichtig sein und leise? Ja. Okay. Und weil Toni sich hauptsächlich um diesen Koala gekümmert hat, ja, ist auch er derjenige, von dem sie sich am liebsten anfassen lässt. Okay. Die beiden heißen Peppels und Christine.
Mama und Tochter. Wenn sie groß ist, wird Toni sie hier auf der Insel in die freie Wildbahn entlassen. Guck mal, wie sie sich kratzt. Pebbles Vater ist ein Koala vom Festland. Er wurde extra auf die Insel gebracht, um für neuen Nachwuchs zu sorgen. Das ist wichtig, damit die Tiere gesund bleiben. Würden ständig Verwandte wie Bruder und Schwester Junge bekommen, wäre die Gefahr groß, dass der Nachwuchs krank auf die Welt kommt. Sobald aber neue Gene, also neues Erbgut, wie vom Pebbles Vater dazu kommt, sind die Jungen gesünder. Die ist gerade erst aus dem Beutel raus. Ja. Muss da auch manchmal unbedingt wieder gleich reinschlupfen, weil es da drin ja richtig schön warm und geborgen ist. Kuschelig. Und außerdem sind ja die Milchzitzen im Beutel, an dem es doch die Milch nuckeln muss. Wie lange trinken die? Die trinken bei der Mutter lang. Die trinken bis zu einem Jahr bei der Mutter, wow, wenn sie kein neues wieder im Beutel hat. Maggie, ich würde so gerne mal anfassen, aber es geht nicht, oder? Das ist für die Koala-Mama ganz schwierig. Das ist noch so ganz, ganz neu aus dem Beutel heraus. Das hält die gar nicht gut aus. Und okay, den Stress wollen wir ja auch nein, nicht antun. Nicht. Aber ich habe ein anderes Koala-Mädchen, das du in meinen Arm nehmen kannst und knuddeln, wenn du willst. Echt? Oh, können wir hingehen? Ach, super. Tschüss. In Australien habe ich Eukalyptusblätter für Koalas gesammelt. Die Blätter sind total giftig, aber der Koala verträgt sie trotzdem. Männchen haben eine dunkle Duftdrüse auf der Brust. Mit der markieren sie ihr Revier. Weibchen haben diese Drüse nicht. So könnt ihr sie auseinanderhalten. Mit ihren Krallen können Koalas klettern und ihr Fell bürsten. Und ihre feine Nase sagt ihnen, was sie fressen können. Ja, das gefällt mir. Hier hatte ich zum ersten Mal einen Koala im Arm und habe gespürt, mit wie viel Kraft sich schon ein kleines Tier festhalten kann. Ich wollte unbedingt einen Koala in freier Wildbahn sehen und bin deshalb nach Magnetic Island gefahren. Hier werden die Tiere geschützt und auch gezüchtet, denn Koalas sind vom Aussterben bedroht. An diesem Baum habe ich Kratzer gefunden. Sie stammen von einem Koala, der daran hoch und runter geklettert ist. Und dann habe ich noch etwas entdeckt. Also entweder ist das Koala Dünnpfiff oder das ist Papp. Es war Papp. Den fressen Koala-Babys, damit sie die giftigen Eukalyptusblätter verdauen können. Und dann haben Maggie und ich endlich Koalas gefunden. Sogar gleich zwei. Irre gut getan. Hier werden Koalas gezüchtet. Es ist gar nicht so leicht, die Tiere in Gefangenschaft aufzuziehen. Sobald sie groß genug sind, entlässt sie Toni in die freie Natur. Dieses Koala-Mädchen ist anderthalb Jahre alt und wird in einigen Wochen von Toni ausgewildert. Sie wird sich dann ein eigenes Revier suchen und zur Paarungszeit einen Koala-Mann. Der Toni hat mir gerade erklärt, dass jeder Koala seine ganz eigene Art hat, sich auf den Arm zu setzen von den Leuten, die ihn dann eben erhalten. Oder in dem Fall ja sie, weil es ist ja jetzt die Mathilda. Die große Schwester von der Pebbles, die wir vorhin gesehen haben. Okay. Ah, okay. Das heißt, bei ihrer Mami sitzen Koala-Babys alle anders, alle unterschiedlich. Die haben alle unterschiedliche Vorlieben. Toni hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie hier ihren Kopf immer auf die linke Seite drehen muss. Okay. Die mag ihn einfach nicht auf der anderen haben. Stimmt, sie hat ihn auf der linken Seite. Du, das ist wie bei uns. Huh? Einer schläft gern auf dem Bauch, einer schläft gern auf der Seite. Nur ist es eigentlich wie bei uns auch. Oh, guck mal. Hallo, die sagt dir guten Tag. Sie sagt dir Hallo. Also ich sag's euch ja, unsere Mathilda hier ist zwar ein echtes Wildtier, aber trotzdem so kuschelig und weich und gemütlich wie ein Teddybär. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula!